Wir sind hier in Mönchsontheim in einem Kirchenburgmuseum. Was ist eine Kirchenburg? Ganz einfach. Sowohl eine Kirche als auch eine Burg. Im Zentrum ist die Kirche für den Glauben und außenrum ist eine Burg. Da können die Leute vor allem die Bauern, die können ihre Lebensmittel da unterbringen. Die sind geschützt, falls irgendwelche Landsknechte zum Angriff setzen. Das ist ja in Kriegen öfter vorgekommen und alles ist sicher. In Mönchsontheim ist die Besonderheit, dass die daraus ein Heimatmuseum gemacht haben. Da gibt es alles Mögliche zu sehen. Zum Beispiel die Weinköniginnen, wie man den Wein hier macht. Das ist alles kreuz und quer zu sehen. Und außerdem gibt es noch eine ehemalige Gaststätte anzuschauen. Da ist ein Friseurladen drin. Und natürlich gibt es da auch noch Wir finden, so ein Besuch hat sich voll gelohnt.